Ja, es ist unglaublich, es sind so viele Leute und es freut mich irrsinnig und das finde ich voll cool und schön und ja, Wahnsinn einfach. Ja, ich bin einfach begeistert, dass wir sie wirklich direkt da jetzt empfangen haben dürfen mit einer Medaille im Gepäck, die wirklich eine grandiose Leistung uns alle, glaube ich, stolz macht. Das macht mich stolz, dankbar. Die Michi hat uns rausgerissen, wobei ich sage, das ganze Team hat performt. 6 Athleten, 5 Debütanten. 5 von 6 haben zumindest einen Kampf gewonnen. Die Lulu mit am 5. Platz und die Michi, die einen unglaublichen Druck gehabt hat, die sich selber den Druck gemacht hat, die Gold gewinnen wollte, die nach einem wirklich schwierigen Semifinale sind nochmal motiviert, mit der Yvonne, mit Markus, das ganze Team rundherum. Also in Tokio sind ja andere Sportarten auch noch angekommen und jetzt war ja nur ich die Medaille und die meisten für mich da und das war einfach nochmal cooler. Sie ist bärenstark und wenn man mit ihr kämpft, hat man das Gefühl, ein Lift zieht die ständig in eine Richtung und sie hat einfach diese Coolness, dass sie bis zum Schluss zuwarten kann und dann im richtigen Moment die Technik ansetzt und sie antizipiert sehr gut im Verteidigen und sie kann jede Technik wirklich rechts und links werfen. Das ist sehr viel für einen Athleten, auf diesem Niveau seine Techniken überhaupt durchzubringen auf einer Seite. Sie kann es auf beiden, darum ist sie auch ganz vorne dabei. Die Oma hat mir schon gesagt, vor 2 Wochen vor den Olympischen Spielen, hat gesagt, Sami, weißt du, wenn die Michi was reißt, dann fahren wir wieder ein. Und ich habe gesagt, na, selbstverständlich, das ist für uns gar keine Frage. Und ich glaube, das ist mindestens, was wir aus Start auch machen können. Und wir werden das auch noch weiter entsprechend honorieren. Es wird noch die eine oder andere Überraschung geben für die Michi. Ich freue mich echt schon auf daheim. Hoffentlich auf ein bisschen Ruhe jetzt einmal daheim nur mit Family und Freunden zu sein. Also es war echt eine stressige Zeit jetzt, ein bisschen eine schöne Zeit, aber jetzt kann ich es erst richtig genießen. Yeah!